Ein weiteres Beispiel zur Kinematik der Rotationsbewegung. Eine Kreissäge, deren Motor die Antriebswelle mit einer Winkelgeschwindigkeit Omega von t antreibt. Die Radien der Zahnräder A und B sind gegeben und es ist zu bestimmen, welche Geschwindigkeit und Beschleunigung der Zahn an der Stelle C auf dem Sägeblatt nach einer bestimmten Winkeldrehung Theta der Welle hat. Die Bewegung beginnt dabei aus der Ruhe. Ja, wie gehen wir das an? Naja, es gibt eine Winkelgeschwindigkeit, die gegeben ist als Funktion der Zeit und von so einem Vorfaktor b. Das heißt, was bietet sie in dem Fall an, um einmal grundlegend die Kinematik zu bestimmen? Nämlich nach einen Zusammenhang zwischen Drehwinkel Theta und Zeit beispielsweise. dt ist Omega dt, so wie immer ds ist vdt gehabt haben. Also integrieren wieder von 0 bis Theta, das d Theta, und von 0 bis t Omega dt. Das kann man gleich einsetzen. Links kommt ohnehin nur Theta raus. Omega ist b t hoch 2 Drittel. Integriert über t, das heißt, wir kriegen raus links Theta und rechts b mal 3 Fünftel t hoch 5 Drittel muss dann, wenn sie es um 1 erhöhen, rauskommen und haben somit ein Theta als Funktion der Zeit einmal allgemein bestimmt über den Zusammenhang. Das heißt, bei Theta ist 5 und jetzt, damit nicht gar nichts da steht, schreibe ich es dann doch her. Radiant. Warum? Weil da muss man natürlich überall, darf man nirgends Grad einsetzen. Das ist klar, hoffentlich. Deswegen schreibe ich es einmal her. Kann man hier einfach einsetzen, ein t von Theta ausrechnen, sprich wie lange man braucht, bis man um diesen Winkel gedreht hat. Das ist dann 5 Theta durch 3b. Und davon hoch 3 Fünftel. Wenn wir da die 5 einsetzen und die Wurzel und die Hochzahl ausführen, kommt 0,6 Sekunden rausgerundet auf eine Stelle. Und damit kann man dann auch an dieser Stelle die Winkelbeschleunigung ausrechnen. Das ist nämlich das Alpha A natürlich d Omega d Theta sein, durch d Theta sein muss, nach dem, was da eh steht. Ja. Also allgemein wieder das Omega von oben eingesetzt. Jetzt geht es in die andere Richtung, nämlich einmal ableiten statt integrieren. Liefert dann 2b Drittel, t wird zu minus ein Drittel. An der Stelle t ist 0,6 Sekunden. Jetzt hier eingesetzt, kriegt man dann die momentane Beschleunigung von 15,9 Sekunden hoch minus 2 raus. Und dann natürlich trivialerweise sofort auch die Winkelgeschwindigkeit, indem man einfach in das b t hoch 2 Drittel einsetzt. An der Stelle t ist 0,6. Das sind 14,1 Sekunden nach minus 1. Jetzt hat man die ganze Kinematik einmal für das Zahnrad A. Dann wieder Übersetzung anwenden aufs Zahnrad B. Also vielleicht gleich hingeschrieben, Omega B muss sein RA durch RB durch RA durch RB mal Omega A. Liefert sofort 3,52 Sekunden nach minus 1. Und das gleiche gilt auch für die Winkelbeschleunigung. Also zwar natürlich nur für die Tangentialkomponente der Beschleunigung, aber für die trotzdem. Die können Sie genauso umrechnen. Die liefert dann analog mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis RA zu RB mal Alpha A. Das oben berechnete, das gibt
3,97 oder 3, eigentlich kann man 4 auch schreiben, aber passt schon. Sekunden noch minus 2. So. Ja, das sind einmal die grundlegenden Übersetzungsverhältnisse. Und dann geht es darum, dass man eine Geschwindigkeit am Zahn ausrechnet. Wie rechnen wir jetzt am Sägezahn? Wie rechnet man jetzt die Geschwindigkeit am Sägezahn aus? Mit welcher Rotation, also welche Winkelgeschwindigkeit rotiert denn das Sägeblatt? Omega B. Also ist die Geschwindigkeit am Zahn vermutlich was? Ich nenne es einmal VC, weil das der Punkt C ist da draußen. Winkelgeschwindigkeit mal Abstand des Punktes zur Drehachse. Das ist der Radius vom Zahnrad, also der Abstand zu C. Steht da oben, also zumindest wenn man es lesen kann, hier. Ja. Jetzt rechnen wir mal das aus. Das sind einmal in Zentimeter gleich, Zentimeter pro Sekunde. Gibt es da noch irgendwas oder war das alles für die Geschwindigkeit? Ich sage Ihnen einmal, es gibt nichts mehr, aber was, in welche Richtung zeigt die jetzt, die Geschwindigkeit? Kann man das sagen? Die Geschwindigkeit ist tangential in dem Punkt. Also sozusagen normal auf den Abstand RC zur Drehachse. Das ist die, so muss der Geschwindigkeitsvektor zeigen. Anders funktioniert es gar nicht. Und für die Beschleunigung ist es jetzt aber wiederum so, dass es mehrere Komponenten gibt. Nämlich eine Tangentialkomponente und eine Normalkomponente. Rechnen wir zuerst vielleicht die Tangentialkomponente aus, das ist die leichtere. Wie rechnet man die Tangentialkomponente der Beschleunigung am Punkt C aus? Genau gleich wie die Geschwindigkeit, ja. Winkelbeschleunigung mit dem Normalabstand RC. Ja, das sind dann wieder in Zentimeter pro Sekunde Quadrat, in dem Fall 39,7. Und die Normalkomponente? Man das auch irgendwie sich überlegen, wie man die ausrechnet. So ein bisschen implizit haben wir darüber gesprochen letzte Woche. Wenn Sie zurückdenken an die Zentripetalbeschleunigung, die wir kurz angerissen haben. Omega B, die Winkelgeschwindigkeit, quadriert mal diesen Abstand RC, führt zu einer Normalbeschleunigung und die liefert dann 123,7 Zentimeter pro Sekunde Quadrat. Das ist also schon wesentlich mehr, nämlich der größere Anteil, wenn man sich den Betrag ausrechnet, der weitaus größere Anteil, weil wenn man sich den Betrag ausrechnet von AC, wieder mit Pythagoras, beide quadrieren und Wurzel draus, dann kriegt man 130 Zentimeter pro Sekunde Quadrat raus. Das heißt, es steckt sozusagen relativ gesehen fast alles in der Normalbeschleunigung. Und das zeigt auch, wenn Sie jetzt vielleicht ein bisschen weiter denken, das haben Sie alles irgendwie schon einmal gehört, nämlich Schwerpunktsatz bzw. Newtonsches Axiom, daraus kriegen Sie mit der Beschleunigung und der Masse eine Kraft an der Stelle, F ist M mal A, wenn wir in die Kinetik gehen, die aus der Beschleunigung kommt. Und wenn die Beschleunigung relativ groß ist, noch dazu in Normalrichtung, dann heißt es, Sie haben eine relativ starke Kraft, die das Sägeblatt irgendwie versuchen wird, auseinanderzuziehen und die dann festigkeitsmäßig relevant sein wird. Das ist das, wo man natürlich am Ende hinkommen möchte.